Also heute wurde beim UN-Gipfel in Marrakesch der UN-Migrationspakt verabschiedet. Bei mir ist jetzt Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im BMZ, im Entwicklungsministerium. Dieser UN-Migrationspakt, was bedeutet das jetzt für Deutschland? Das bedeutet, dass sich 164 Länder gemeinsam geeinigt haben um den Umgang mit Migration. Sehen Sie, wir hatten 2015 die Situation, dass wir so viel Flüchtlinge auf der Welt hatten wie noch nie zuvor, jedenfalls nicht seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das bedeutet natürlich eine außerordentliche Herausforderung, und zwar für die internationale Gemeinschaft. Das ist eine Problematik, die kein Nationalstaat alleine lösen kann, sondern da müssen wir tatsächlich zusammenstehen. Und deshalb hat es 2016 die sogenannte New Yorker Erklärung gegeben. Und viele Staaten haben sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt, um zu schauen, welche Regeln können wir denn einführen für Migration? Wie kriegen wir es denn hin, den Schleusern das Handwerk zu legen? Wie kriegen wir es denn hin, dass wir Grenzen sichern? Wie kriegen wir es denn aber auch hin, dass wir Rückführungen hinkriegen, und zwar in Würde? Und wie kriegen wir es hin, aber auch die Chancen von Migration letztendlich anzuschauen? Und das ist jetzt in dem Pakt festgelegt. Und genau das ist jetzt in dem Pakt festgelegt. Wir hatten damals 68 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, die Hälfte davon Frauen und Kinder, die teilweise unter erbärmlichen Umständen letztendlich fliehen. Und zwar die allermeisten, nicht etwa nach Deutschland oder nach Europa, sondern in sogenannten Entwicklungsländern, 85%. Und diese Länder stehen natürlich noch mal vor ganz anderen Herausforderungen, die Menschen, die da zu ihnen kommen, auf der Flucht zu integrieren, zu beschulen, Gesundheitsversorgung sicherzustellen, Wohnraum sicherzustellen, zu ernähren. Und wie das gemeinsam gelöst werden kann, das ist sozusagen Inhalt des Migrationspaktes, zu dem sich heute 164 Länder committed haben. Ist es denn verbindlich? Oder sagt man einfach, wir machen mit und dann schauen wir mal? Ja, da sagt man, wir machen mit, denn ganz wichtig ist auch, dass die Staaten ihre volle Souveränität behalten und selber die Gesetze sozusagen erlassen, mit denen sie die Bedingungen aktiv gestalten in ihren eigenen Ländern. Aber dass 164 Länder sich jetzt zusammengefunden haben und gesagt haben, wir vereinbaren jetzt gemeinsame Standards, wie das denn passieren soll, das ist auch für ein Land wie Deutschland ausgesprochen hilfreich, denn wir haben ja manchmal den Eindruck, naja, alle Menschen dieser Welt wollen irgendwie zu uns kommen, weil es bei uns besonders schön ist, weil es bei uns besonders gute Bedingungen gibt, auch für Migrantinnen und Migranten. Dadurch, dass andere Länder sich jetzt verpflichten, auch gewisse Standards einzuhalten, wird der Druck der Migration nach Deutschland aus unserer Sicht deutlich geringer werden. Der Klimawandel hat ja was mit klimabedingten Migranten auch zu tun. Wie wirkt sich denn die Entscheidung von Marrakesch jetzt hier auf die Verhandlungen in Katowice aus? Klimawandel ist sicherlich einer der ganz starken Trigger für Migration. Also wenn Menschen aus Gegenden kommen, die aufgrund des Klimawandels, aufgrund extremer Wetterverhältnisse einer großen Dürre ausgesetzt sind oder Überflutungen oder furchtbare Stürme letztendlich darüber hinweggehen, sind Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ich war heute Morgen gerade zusammen mit dem Finanzminister der Marshall Islands. Wir haben einen Co-Vorsitz in einer Versicherungslösung für Menschen, die vom Klimawandel extrem betroffen sind. Und er hat berichtet, dass jedes Jahr der Meeresspiegel steigt und steigt und dass letztendlich die Menschen, die dort gewohnt haben, selbstverständlich in andere Gegenden umziehen müssen. Das ist in Bangladesch so, das ist in den Fidschi-Inseln so. Und deshalb hilft Deutschland im Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit auch genau den Ländern mit dieser Binnenmigration, die eine große Herausforderung ist, besser umzugehen. Und die Auswirkung hier auf die Verhandlungen durch diesen Pakt heute, gibt es da welche? Gibt es da Synergien? Ja, unbedingt. Also wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel als Bundesrepublik Deutschland den sogenannten Green Climate Fonds aufgestockt haben. Verdoppelt haben, nochmal um 1,5 Milliarden Euro. Also das ist tatsächlich eine Menge Geld. Und damit versuchen, diese Fluchtursachen durch Klimawandel zu vermindern oder zumindest doch abzumildern, die Folgen für die örtliche Bevölkerung, dann ist das ein ganz, ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Dann sind das auch tatsächlich Synergien bezüglich der Vermeidung von Migration aus Not und letztendlich der Verhinderung von Klimawandel. Also es wird in konkrete Projekte jetzt investiert. Können Sie uns eins nennen? Es wird absolut in konkrete Projekte investiert, perspektivisch, wie gesagt, auch in solche Versicherungslösungen, über die ich jetzt gerade gesprochen hatte. Das heißt, dass betroffene Länder in eine Versicherung einzahlen
Und wenn ein solcher Schadensfall eintritt, also durch extreme Wetterverhältnisse Ernten zugrunde gehen. Wir haben das gerade in Deutschland gehabt übrigens im Sommer. Und die Landwirte in unserem Land haben 3 Monate, 4, 5, 6 Monate warten müssen, bis sie aus staatlichen Mitteln Geld bekommen haben. Sehen Sie, das mag bei uns noch einigermaßen akzeptabel sein. Also es geht jetzt um die Klimarisikoversicherung. Es geht um die Klimarisikoversicherung. Ja. Sehen Sie, und das mag in unserem Land noch einigermaßen akzeptabel sein, dass man eine Weile warten muss. Aber wenn die Menschen im Prinzip von der Hand in den Mund leben, also das, was sie auf ihren Feldern ernten, dringend notwendig ist, um die Familien satt zu machen, dann gibt es da nicht diese Zeit. Und dann die Möglichkeit zu haben, dass diese Versicherung sofort eintritt. Und dass es dann sozusagen keine Wohltat der Staaten ist, sondern ein Rechtsanspruch über eine Versicherung, dann ist das eine gute Lösung. Und das treiben wir jetzt voran. Letzte Frage. Spricht man denn auch mit den afrikanischen Regierungen oder über das, was man vorhat? Oder sagt man hier, Emissionen sind da, Weltuntergang, jetzt geben wir euch Geld. Also, wollen die das überhaupt? Weltuntergang gibt es mit Sicherheit nicht, weil dann würde das hier tatsächlich keinen Sinn machen. Nein, nein, wir versuchen schon Zukunft zu gestalten und selbstverständlich immer sind unsere Partnerländer mit am Tisch. Sonst ging das ja gar nicht. Ich komme jetzt nochmal zurück auf... schon auf Augenhöhe. Absolut auf Augenhöhe. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Verhandlungen in dieser Versicherungsfrage. Da hatten wir einen Co-Chair, also zwei Vorsitze, der... Einen Vorsitz hatte ich freundlicherweise inne. Der andere Vorsitz, das ist der Finanzminister der Marshall Islands, der zugleich die W20 vertritt. Das sind die 48 am meisten gefährdeten Länder aufgrund des Klimawandels. Also selbstverständlich reden wir auf Augenhöhe. Niemals ist es so, dass wir erklären, ihr müsst das nur so und so machen und dann geht das schon. Weil die Menschen vor Ort wissen natürlich über ihre Bedürfnisse am besten Bescheid. Und außerdem, das sind alles souveräne Staaten. Wer sind wir, dass wir uns einbilden? Zu sagen, wie anderswo auf der Welt es gehen sollte. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön.